Fernweh/Tapetenwechsel. Der Regen fällt schwer auf die Pflastersteine und niemand merkt, wie ich weine. Keiner realisiert, dass ich innerlich leide. Ich vermisse, wie wir einst waren. Ich vermisse uns beide. Ich will einfach weg von hier, weg von diesem trostlosen Ort. Ich muss raus aus meinem Zuhause und neue, unbekannte Wege gehen. Denn hier halte ich es nicht mehr aus. Nur, wohin soll ich denn gehen? Wieso habe ich so ein starkes Verlangen nach der Ferne? Ich suche meinen Lebenssinn. Doch was ist, wenn ich ihn gar nicht finde? Eines ist mir aber ziemlich klar. Ich muss weg. Für eine Woche oder für ein ganzes Jahr. Es fühlt sich so an, als würde jeden Moment die Decke auf den Kopf fallen. Alles ist so eng und eintönig. Tag für Tag verändert sich nichts. Doch ich verändere mich täglich. Diese Welt hier ist sicher und sicherlich gemütlich. Doch sie ist halt nichts für mein Gesicht. Ich entscheide mich, aus der Enge zu fliehen und breche aus meinem selbst erbauten Gefängnis aus. Ich flüchte, soweit es geht, in die Ferne. Vielleicht berühre ich dann sogar eines Tages die Sterne. Und eines wird mir immer stärker klar. Ich muss weg, für eine Woche oder für ein ganzes Jahr. Mir ist auch egal, wohin es geht. Solange ich mich weiter bewege und sich mein Leben nicht im Kreise dreht. Ein kleiner Vogel, dabei ist mein Vorbild. Er ist frei und fliegt herum ziemlich wild. Er beobachtet die Welt von oben. Ach, wie gern ich jetzt ein Vogel wäre. Mein Fernweh wird stetig mehr. Hier geht mir nämlich zu ziemlich alles und jeder auf die Nerven. Es ist, als würde mich keiner verstehen. Und mir wird bewusst, es darf so nicht weitergehen. Und so wird mir stetig klar, ich muss weg für eine Woche oder für ein ganzes Jahr. Was ich brauche, ist ein Tapetenwechsel. Oder zumindest ein Wechsel von dem Ort, an dem ich für eine bestimmte Zeit lebe. Neue, andere, frische Luft atmen, Blumen beobachten in einem fremden Garten, neue Gesichter erblicken und unbekannte, unvertraute Stimmen hören, Straßen zum ersten Mal entlang fahren und sich zur Abwechslung auch mal verlaufen. Oder neue Träume in einem anderen Bett träumen. Oh ja, danach sehnt sich mein Herz seit einiger Zeit. Und ich denke, ich bin für diesen Schritt der Veränderung nun bereit. Denn mir ist jetzt zu 100% klar, ich muss weg für eine Woche oder für ein ganzes Jahr.